The term live act doesn't apply to many artists in the techno scene in the way it does to Richard Bartz. Bartz has been seen as an outstanding techno artist since the early 90s and has provided many a grand moment while improvising with his arsenal of analog machines. But even Bartz has not been able to withstand the digital age, which has in fact manifested itself in his studio. Enough of a reason to visit the headstrong artist and grill him firsthand with Tech Talk. Ich war ja schon immer in meiner gesamten Arbeitsweise, in meiner Einstellung, und das ist halt so ein persönliches Ding, schon auch immer so ein bisschen entkoppelt von der ganzen Szene. Also während andere in den Plattenladen gegangen sind, haben sich da immer informiert, was gibt's so Neues. Das hat mich dann teilweise gar nicht interessiert. Ich habe mir so Sachen gar nicht angehört oft. Also ich habe das dann so, wenn ich live gespielt habe, gehört, was die DJs so spielen. Das war so ein bisschen so meine Inspiration, aber war jetzt nie so der Plattenfreak oder so. Oder die meisten Sachen, auch die Schallplatten, die ich besitze, habe ich alle geschenkt bekommen, was ich dann gespielt habe. Und ich habe damals mein Label, hat mir halt jemand eine Platte in die Hand gedrückt, die habe ich dann mitgenommen und mir vielleicht mal angehört oder auch nicht. Also hat mich da nicht. Aber ich war da immer entkoppelt davon. Und lebt bis heute noch in so einer leichten Parallelwelt. So, es ist halt so für mich auch. Es war auch immer so mein Sound irgendwie war. Es ist auch. Ich mache es ja auch nicht nur immer für die Platte. Also dazu werde ich ja mehr öfters eher gezwungen, als dass ich es freiwillig mache, eine Schallplatte rauszubringen. Viele Sachen habe ich, weil manchmal braucht man ein bisschen Promotion, muss man es machen, aber wenn es nach mir ginge, ich würde es gar nicht machen, würde liebst nur live spielen. Oder halt für mich halt hier meine Musik machen. Meine Grundhaltung irgendwie so, ich mache es eigentlich größtenteils erstmal so für mich. Es sind viele Dinge, die mich einfach interessieren. Oder wenn ich, ich so meine Problemlösungen, was weiß ich, ich habe was weiß ich 10 Jahre gebraucht, bis ich dann auch erstmal so angefangen habe, so Basslines wirklich cool in meine Musik einzubauen. So. Und es dauert halt alles so seine Zeit. Irgendwie ist es so wie ein Wein, der reift. Aber ich habe jetzt da jetzt nicht unbedingt den Ansporn, dass ich da jetzt immer mithalten muss oder so. Oder muss jetzt da, jetzt läuft gerade das und jetzt muss ich das auch machen. Und wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt dann nicht mehr. Dann mache ich trotzdem Musik. Selbst wenn ich es jetzt nicht mehr live spielen würde und keine Schallplatten, ich würde es immer behalten und würde dann für mich das halt einfach weiterhin machen. Manchmal gibt es auch Tracks, die ich mache, wo ich mir auch denke, das kannst du gar nicht auf die Welt loslassen. Das ist einfach zu krank. Das kannst du gar nicht machen. Das sind ja die Momente, wenn ich so glasige Augen kriege. Dann sitze ich immer hier so glasige Augen. Dann sage ich immer, das kannst du nicht machen. Das ist so irre. Das kannst du gar nicht rausbringen. Das ist hier so meine kleine Modulwand. Die ist jetzt nicht besonders groß, aber sehr effektiv. Und wenn wir anfangen oben, das ist ein Mini-Wave, den es eigentlich für ein anderes Format gibt, eben für Wired and Placed Format. Das sind eigentlich so im Döpferformat normalerweise Module. Und das ist so ein aufgebohrter, wo alle, also hier kann ich alle neuen ROMs durchschalten. Und der macht eben diese ganzen Digital-Waves, die kann man ja auch CV schon, da sind Morphs drin von Sinus bis Pulswelle, kann man alles durchfahren. Und wie gesagt, die Besonderheit liegt hieran auch an diesen ganzen ROMs eben, vom PPG-Wave bis Vowels bis irgendwelche Basics. Dann hier haben wir den Zero-Oscillator, das ist so ein bisschen, ja, das ist kein DX7, aber man kann eben auch so FM-Synthese machen mit dem sehr gut. Kann man auch modular ansteuern und erstaunliche Ergebnisse rauskriegen. Dann hier, das ist ein Wave Warper, das ist ein etwas komplizierteres Logikmodul. Kann man von Distortions bis als Modulations-Patch auch hernehmen. Dann habe ich hier noch, das sind noch meine Oktaven, hiermit kann ich noch Oktaven und Halbtöne steuern und genau, das ist ein ganz normaler Oktavmodul. Und hier unten sind meine Filter. Das geht hier los in 2 MS-20 Filter, weil der MS-20 hat ja auch 2 und deshalb ist es dann authentisch, wenn man beide hat. Dann kann man eben auch genau diesen authentischen MS-20 Filter Sound hinkriegen. Hier ist ein vom CS-80 Modul, um diesen Yamaha Sound hinzukriegen. Eben auch mit den ganzen
Eingänge auch für die ganzen Modulationen und LFOs, damit man auch diesen Sounds einiger hinkriegt. Hier mein Prophet 5 Modul, obwohl ich ja einen Prophet 5 besitze, aber manchmal ist es gut, das doppelt zu haben. Man sieht auch, der ist auch hier benutzt, das ist eigentlich mein Lieblingsfilter. Hier nochmal zwei VCAs, wovon einer ist ein gemoddeter, da hat mir der Sebastian Niesen von SND hat mir da nochmal einen anderen hat man nochmal einen anderen Verstärker eingebaut, der ein bisschen stärker ist und ein bisschen klarer klingt. Hier unten sind noch LFOs, zwei Stück, die man auch als Oszillator benutzen kann. Hier vier ADSRs. Dann hier nochmal ein SNH-Modul, wo ich auch Noise erzeuge. Unten zwei Oszillatoren. Nochmal ein VC-Router, mit dem man auch switchen, also mit dem kann man Switches machen. Und unten nochmal mein Mix, aber den benutze ich eigentlich wenig. Also ich mische viel über die Module selber ab auch. Also die haben ja auch immer eine Art Mischer noch mit drin. Und das wäre nun mal drin. Hinten ist nochmal ein MIDI-Interface dafür. Hier geht es dann weiter, was bleibt dann gleich so mehr oder weniger modular. Das ist eine Wasp, die ist auch umgebaut. Die hat auch hier auch nochmal Eingänge. Sie ist MIDIfiziert. Hat hier nochmal ein Audio-In, da kann man zum Beispiel einen Oszillator oder auch Audiomaterial einfügen und auch nochmal ein anderes LFO. Einfummeln. Drücken jetzt dann weiter. Hier ist eine Fixfilterbank, eine sehr effiziente, eine gut klingende. Und dann nochmal mein RSF Kobol, der gerade nicht so aktiv ist, aber da ist der. Der hat einen wunderschönen Filter und drunter noch die Analog-Sequencer. Also den BARTZ-Sound, also früher hatte ich ja ein viel größeres Studio, das war bestimmt fünfmal so groß. Ich hatte ja auch alle möglichen Geräte gesammelt, aber die ich dann teilweise auch nicht benutzt habe oder mal für einen Track oder so. Und mein Sound, der alte Sound aus den 90ern, das war eben auch eben so ein analoger Sound, der relativ monoton war, hypnotisch, mit eben Analog-Programming, wo man nur Patterns, also sehr patternlastig. Und über so im Jahr 2000 ist es dann auch so ein bisschen so, habe ich dann so langsam angefangen, auch den Computer mit einzuintegrieren, eben auch so ein bisschen etwas kompliziertere oder aufwendige Arrangements zu basteln, teilweise eben zu automatisieren, was vorher nicht so war, da war ich der Automat. Ich habe die Patterns durchgeschaltet und jetzt ab 2000 hat es eben dann angefangen, mit dem Computer eben so Arrangements zu machen. Und Ende der 90er war eben so eine Sache, aber das habe auch ich nicht erfunden. Es kam auch so ein bisschen so, dass man eben anfängt, so Sachen zu filtern und so, auch mit Sequencing Sachen, so Step-Filter und so, was heute ja auch digital ist möglich, was damals noch schwierig war, coole Step-Filtering zu machen. Und das war schon so mein Sound dann so aus den 90ern, ich dann so ins Jahr 2000 so langsam rübergenommen habe und den so immer so weiter perfektioniert habe. Das ist so ein Loop, den habe ich hier jetzt schnell als Harddisk-Loop eingespeichert. Der kommt hier aus meiner Patch-Bell raus. Da kann ich hier in verschiedene Sachen Quellen hier einspeisen. Hier aus der Patch-Bell kommt der jetzt raus. Geht jetzt hier in meinen Filtereingang von meinem Modul. Und das Modul ist natürlich jetzt hier auch zusammengesetzt. In der oberen Reihe habe ich mein Gate, das ist hier das gelbe Kabel, das geht hier raus. Leider ist es hier gerade ein bisschen kompliziert zu sehen, aber das wird hier gerade, unten habe ich noch eine Verteilerbox, läuft hier gerade auf meine ADSRs. Und unten aus dem Sequencer gebe ich mein Velocity raus und das läuft hier in FM1, das ist meine Filtermodulation 1. Und wenn man den Filter komplett aufmacht, hat man eben diesen Sound. Teil Cheesy Loop, den kann ich hier dann hier wieder runter. Und wenn ich eben hier meinen Gate verändere zum Beispiel, dann kriege ich auf die 1. Das ist auf 16. We'll be right back.
bin jetzt auch nicht unbedingt der Klangforscher in der. Also jetzt nicht so stark, vielleicht nicht so stark ausgeprägt. Ich hätte dann schon gerne auch mehr so, würde dann schon gerne auch so Ideen auch verwirklichen. Also auch so, habe sowas im Kopf. Da brauche ich halt was, was halt dann auch da ist. Und ich möchte mich da auch nicht verlieren. Früher habe ich das, oder ich habe die Erfahrung eben schon. Ich hatte auch schon. Ich hatte alles Mögliche schon. Ich hatte auch schon vorher Modulsysteme und Modularsysteme. Und da kannst du tagelang sitzen und hinten kommt dann irgendwo nur Scheiß raus. Als ich ein Kind war, hatte ich wahnsinnig viel Spielsachen, habe aber auch jetzt nicht alles benutzt. Da hatte ich also meine 3-4 Favorites und sie waren voll schrottiges Holzmesser, das mein Papa mir geschnitzt hat. Das fand ich viel geiler als die Riesenkiste Playmobil. Fand ich einfach, ja, war auch mal okay. Aber das ist, was ich meine, zu viel bringt auch nichts. Man kann es ja nicht überschauen. Und ich habe jetzt auch keine Konzepte, wo ich sage, jetzt brauche ich genau den Sound. Oder so, jetzt muss es FM sein. Jetzt hier habe ich jetzt so ein Beat und da muss jetzt unbedingt so ein FM-Sound rein. So das kommt bei mir auch nicht vor. Ich bastel mir halt was. Und das ist einfach auch so naiv, so ein bisschen spontan. Weil was halt so rauskommt, dann macht man es halt. Na, kotzt du jetzt?